Ein Stückchen Normalität. Das genießen Kämpfer der irakischen Polizei und die Einwohner von Hamman al-Alil, einer Stadt in der Nähe von Mosul. Noch wenige Tage zuvor wäre solch eine Szene undenkbar gewesen. Die Stadt war in der Hand der Extremistenmiliz Islamischer Staat. Doch jetzt hat die irakische Polizei, die mit der Armee, den kurdischen Peschmerga und schiitischen Milizen an der Offensive auf Mosul beteiligt sind, den Ort befreit. Bei der Befreiung von Hamman al-Alil fanden die Truppen auch ein Massengrab mit rund 150 Leichen. Viele von ihnen wurden geköpft. Die Einwohner sind erleichtert, aber der Zorn auf den IS ist deutlich spürbar, wie bei Tahar Daoud, der aus Hamman al-Alil stammt. Menschen aus der ganzen Welt sind wegen der Quellen hier zu uns gekommen, aus der Golfregion, Europa, Asien. Diese Gegend war weltoffen, jeder glücklich. Leute blieben hier 3-4 Tage, bis der Feind der Menschlichkeit kam, dieser unbeschreibliche Feind, der keine Werte, keine Moral kennt, der IS. Sie haben allen Männern verboten, sich zu entkleiden und hier in den Quellen zu schwimmen. Doch seit die Offensive gegen Mosul Erfolge verbuchen kann, keimt hier Optimismus auf, dass man den Kampf gegen den IS bald gewinnen kann. Doch der Kampf um Mosul ist kompliziert. Die Anti-IS-Koalition muss ihre Offensive vorantreiben, ohne zu viele Zivilisten zu gefährden, wie ein Kommandeur der Counterterrorismus-Elite-Einheit erklärt. Bereits seit 4 Wochen kämpfen rund 100.000 Soldaten, um die Millionenstadt Mosul aus der Hand der Extremistenmiliz IS zu befreien.